Ich bin 39 Jahre alt, bin Geschäftsführer der Biokonditorei Tillmann und bin selbst Bäckermeister und Diplom-Betriebswirt. Wenn ich das jetzt mal auf die Bäckerei beziehe, dann wäre man morgens da, ja, also oder in der Nacht dann auch, würde entsprechend die Leute anleiten auf den jeweiligen Positionen. Gerade in der Bäckerei würde halt schauen, dass die Auszubildenden, die wir da haben, dass man die betreut. Ja, Konditor und Bäcker unterscheiden sich grundsätzlich vom Handwerk her. Also Konditor hat eher mit Massen zu tun. Und Kuchen, Torten und der Bäcker hat mit Brot und Brötchen zu tun. Ja? Also das sind Teige. Und in Teigen verarbeitet man sehr viel Wasser und ich sag mal, gerade bei Torten verarbeitet man in erster Linie Sahne. Für mich persönlich ist immer ganz wichtig für die Bäckerei, genauso wie die Konditorei, dass die potenziellen Auszubildenden, dass sie eine Affinität haben zu Lebensmitteln. Also in der Ausbildung beginnt es momentan im ersten Lehrjahr bei 470 Euro. Das ist bei Konditoren und bei Bäckern in der Ausbildung. Und hinterher beziehen sie ungefähr 11,18 Euro Stundenlohn. Gerade in einem Betrieb, wo handwerklich gearbeitet wird, passiert immer etwas. Und das macht auch Spaß, sodass das halt einfach nicht alles standardisiert ist, dass nicht alles nur vom Band läuft. Allgemein macht es einfach unwahrscheinlich viel Freude, mit Menschen zu tun haben, die hier in einem Betrieb hochwertige Lebensmittel produzieren. Mein Name ist Romy, ich bin 26 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Konditorin. Ich komme hierher, fange Mitternacht an, dann machen wir die Blechkuchen fertig, dann gehe ich in den Kuvertüre-Raum und fange an, die Schokolade zu temperieren und überziehe, wenn sie halt die richtige Temperatur hat, überziehe ich die Torten. Und dann, wenn ich dort fertig bin, gehe ich in den Sahneraum und setze Torten ein. Eine Ausbildung dauert 2 bis 3 Jahre. An meinem Beruf gefällt mir, dass ich hier lerne, wie ich einen Kuchen halt backen kann. Also von der Wiege auf, dass ich nicht mit Fertigprodukten arbeite, sondern mit den Grundzutaten, die man, also ich weiß eben, was in den Produkten drin ist. Also in diesem Beruf sollte man auf jeden Fall ja, Feinmotorik haben, geduldig sein, Durchhaltevermögen haben.